Okay, meine Lieben. Sehr schön. Jetzt haben wir einen ganzen Berg von euren Heften. Also, ich freue mich schon drauf. Okay, meine Lieben. Also, wir machen es schön weiter. Heute ist das Thema Rechnen mit der spezifischen Wärmekapazität. Letztes Mal haben wir dieses Phänomen, spezifisches Wärmekapazität, kennengelernt. Und das ist nur Frage der Übung. Man muss damit ein bisschen so herum tun und dann geht es unter die Haut. Ja, okay, also ganz entspannt, gechillt, ja, wir machen das Schritt für Schritt und es wird, ja, okay. Gut, ich habe einige Kommentare bekommen bezüglich die aufgegebene Aufgabe. Ich sage, es ist keine Hausaufgabe, weil alles ist jetzt Haus, ja, zu Hause, so. Gut, kein Problem. Wir gehen jetzt hier einfach ganz in Ruhe durch, ja? Wir besprechen das, so, okay? Und dann gibt es auf der anderen Tafel noch eine kleine Übung, ein Aufgabenleinchen, ja? Daran kannst du dann das da üben und das zählt jetzt als Doppelstunde Physik, beziehungsweise ist es schon, wir haben schon miteinander geredet, ihr wart hier, so, also diese ein oder zwei Video und das war's, okay? Gut, okay. Also, nimmst du ein Stück Papier, beschriftest du Physikname, Klasse, deine Klasse, Datum, schreibst du schön das Motto da. Und unser Thema ist Rechnen mit der spezifischen Wärmekapazität. Okay, was war die Aufgabe? Die Aufgabe war, dass du in die Küche gehst, nimmst du eine volle Packung Zucker, so, Zucker, schaust du an der Nährwerttabelle das an, wie viel Arbeitsvermögen wurde in diesen Massen gespeichert. Ja, woher kommt diese Arbeit? Es kommt von der Sonne. Leute, hier in der Erde kommt alles von der Sonne. Ja? Also ohne die Sonne wäre nichts. Ja? Ja. Abgesehen von den Nuklearkraftwerken. Ja? Okay. Aber sonst sind alles, was wir hier so verbrennen, sowas, jetzt alles da. Okay? Also alles kommt von daher. So, also in diesem 1 Kilogramm Zucker hat die Sonne auch Arbeitsvermögen. Speichern lassen. Ja? Also, sie hat es nicht direkt gemacht, sondern geht durch diese, das ist ein bisschen komplizierter Prozess, aber es kommt, entsteht. So, oder beziehungsweise da. Das ist unsere Energiequelle. Jedes Mal, wenn hier bei uns dieses Wort oder egal in meinem Leben hörst, Energie, bitte, bei dir so sofort das Bild erscheinen Arbeitsvermögen. Ja? Es muss der irgendwer oder irgendetwas arbeiten, also Kraft auf einem Weg so, ausüben und dadurch hat sich der Zustand von irgendetwas oder Objekt geändert, blieb in diesem Zustand und in diesem Zustand hat er ein geschenktes Arbeitsvermögen. Also das ist die Energie. Ja, okay. Diese Zeitungen oder diese wissenschaftliche Abhandlungen und sowas. Ja, also wenn ich das jetzt fragen würde, den Typen, der das geschrieben hat, aber ja, könnte er das nicht mehr so sagen, was er da geschrieben hat. Also, häufig habe ich das Gefühl. So, ich denke das. So, wie viel war das dann? 16.800 Kilojoule, ja, in dieser Packung. Einfach nur ein Gefühl dazu bekommen, aber wie viel ist das denn? Also werden wir jetzt auch ein anderes Gefühl hier entwickeln. Der menschliche Tagesbedarf von Erwachsenen, also so Jugendlichen in eurem Alter, haben zum Beispiel sogar der Doppelte. Also es könnte man sein, dass ein Jugendlicher locker diese Menge Arbeitsvermögen reinfressen würde oder möchte. Aber normalerweise, ein normaler Mensch, also Erwachsene, haben einen Tagesbedarf 8200 Kilojoule. Ja? Schauen wir es mal, das ist mehr als der Doppelte. Ja? So, wenn man dann die Hälfte von diesen Tüten man isst, dann hat man eigentlich genug gegessen. Oh, ein halber Kilogramm Zucker.
Frag mal deinen Biologielehrer, wie viel Zucker enthält eine Liter Coca-Cola? Ja, und er wird überrascht sein. Gut. Ist das klar? Klar. Ja, ey. Was tun wir damit? Wir erwärmen irgendetwas. Ja, was erwärmen wir? Wasser. So. Wasser ist gut. Ja, ist überall. Also das Objekt zu erwärmen ist 1 Kilogramm Wasser. Es wurde angegeben 1 Liter, also weil wir denken immer so, das 1 Liter ist 1 Kilogramm Wasser. Es ist nicht immer so, ja, weil das Volumen des Wassers hängt auch von der Temperatur ab. Ja, ist klar, es dehnt sich aus, zieht sich zusammen und bei dem Wasser, kennt ihr das anomalie des Wassers, ein komisches Verhalten auf das Wasser bei bestimmten Temperaturen, ja, aber die Masse, also die Menge, die Teilchen, die in diesen Abpackungen ist, das ist fest, ja, also deshalb sagen wir 1 Kilogramm Masse und reden wir nicht eine Masse, 1 Liter oder sowas, ja, gut, okay, also 1 Kilogramm Wasser. Dann haben wir, das hast du schon, du musst das von den anderen Aufgaben oder anderen Seite holen, dann wissen wir das schon, dass die spezifische Wärmekapazität vom Wasser ist 4,18 Kilojoule pro Kilogramm pro Kelvin. Was heißt es denn? Du brauchst 4,18 Kilojoule Arbeitsvermögen oder Energie, 1 Kilogramm Wasser, 1 Kelvin Temperaturerhöhung zu erzeugen. Ja, das haben wir gelernt, das wissen wir. Wiederholen wir immer wieder. Ja. Das ist gegeben. Und jetzt die Frage, wenn Aliki jetzt diese Zucker so isst, die Aliki ich kenne, sie könnte das. Ja? So. Und nehmen machen wir diese, das ist eine sehr große Annahme, ja, also nur für die Physikstunde, also, dass dieses Arbeitsvermögen, gespeicherte Arbeitsvermögen, ohne Verlust, wandelt sich um in Alikis Handbewegung. Ja? Und sie rührt die Schüssel Wasser. Das heißt, dieses gespeicherte Arbeitsvermögen wird 1:1 diesen Wassermenge geschenkt. Also zwischendurch ist diese, wir brauchen die Aliki dazu, ja, weil es nicht so, wenn wir einfach den gepackten Zucker in das Wasser reinschmeißen, naja, dann wird nichts, ja, beziehungsweise dann ist es ein anderer Effekt, ja. Gut. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, jetzt messen wir mal die Temperatur und wie viel ist es, also es wird wärmer. Jo, also, gegeben, gesucht, Gesetz, ja, oder Ansatz, oder Formel, sagen die Schüler, ja. Bereits, geben Sie mal Formel. Ja, okay. So, also, das Gesetz. Und nicht nur einfach nur hinschreiben, sondern das zu verstehen, ja, beziehungsweise, ja, wie das funktioniert. Also, die Sache ist so. Das aufgenommene Arbeitsvermögen, oder was wir dann nennen wir als Wärmeenergie, verändert natürlich den Zustand dieses Objektes. Und das können wir, diese Zustandänderung, mit einem Thermometer irgendwie feststellen. So, der Thermometer verändert sich auch selbst, ja, durch das Messen, zeigt uns eine Temperaturerhöhung an einer bestimmten Masse und an einem bestimmten Typ von Masse. Es ist nicht egal, ob es Wasser oder Alkohol oder Glycerin. Ich mache dieses Experiment für euch noch. Ja, aber ein nach dem anderen. Ja, okay, so, das war dieses Gesetz. Zweite, der wichtige Gesetz ist, das ist unser Energieerhaltungsgesetz oder Energieerhaltungsannahme, dass
Es geht jetzt in diesem Fall nichts verloren. Ja? Also, der Zucker enthaltene Arbeitsenergie oder Arbeitsvermögen ist 1:1 wandelt sich in Wärmeenergie des Wassers um. In der Realität ist das nicht so. So, es gibt was verloren, es gibt den Schlüssel, also der Behälter nimmt auch irgendwie was auf. Und dann der Schlüssel, dann gibt es was ab. Ja? Zwischendurch gibt es auch Strahlung und Zirkulation da oben. Also es geht viel verloren. Ja? Aber das ist jetzt unsere große Annahme und man denkt immer dran, ja, wir vereinfachen jetzt die Realität. Gut. Und jetzt können wir rechnen. Also, na gut, so sagen wir, Zucker, das hier, 16.800 Kilo. So, die aufgenommene Energie und Wärmeenergie ist die spezifische Wärmemenge, 4,18 Kilogramm Kelvin. Die Masse von dem Wasser ist 1 Kilogramm und das ist das, was wir suchen. Voll cool, ja, schau mal diese Gleichung an, voll schön. Ja? Das Einzige, was wir nicht kennen, das ist diese. Ah, okay. Nochmal, der das noch nicht so verinnerlicht hat. Dieses Dreieck ist Delta. Delta. Kommt aus Griechisch, das ist ein Buchstabe bei den Griechen. Voll schön. Ja? Voll schön, ich liebe eigentlich diese Delta-Buchstabe. Und der große These, Temperatur. Ja? Temperatur. Temperatur. Ja. Und was heißt Delta-Temperatur? Ja, das, die Delta steht in Physik oder in Mathe. Veränderung, Differenz. Also, ja, Differenz, ja. Ja. Ich muss schön schreiben. Es wurde mir auch gesagt. Ja, ihr müsst doch schön schreiben. Differenz. Okay? So. Veränderung der Temperatur. Okay? Ja, klar. So. Jetzt müssen wir einfach diese Gleichung lösen. So, okay. Bruchrechnung. Ich schreibe immer, Leute, ich habe das vor, wirklich. Also ich mache wirklich eine Videoreihe Bruchrechnung. Also die schöne Sache ist, wir können kürzen. Ja, also hier ist mit diesen ganzen Einheiten, denk einfach so, die wären einfach ganz normal, Multiplikation. Multiplikation, als ob das irgendwie einfach nur einer, so wie XY, kannst du einfach damit kürzen. Fertig. So. Also, hier, Kilogramm, bam, bam, weg. Ja, so. Kilo Joule, ja. Teile ich beide Seiten, das ist auch weg. Danke. Ja, so, okay, die 1 ist egal, ja, okay, also dann haben wir 16.000 gleich 4,1181 Kelvin mal Delta T. Leute, jetzt machen wir mal einen Stopp hier, okay.